Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie bei Anne Will ein typischer Standard-Propagandatrick verwendet wird. Diesmal aber nicht gegen die AfD, sondern gegen Boris Palmer. Ich zeige euch im Folgenden die Sequenz, um die es geht. Herr Habeck, nicht nur Wolfgang Schäubles Satz ist hängen geblieben, über den wir diskutiert haben, als er gesagt hat, den Gesundheitsschutzgeld ist nicht absolut zu setzen, sondern auch der Satz Ihres Parteikollegen, des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer ist hängen geblieben. Herr Söder hat sich eben in seinem Statement auch darauf bezogen, der die Lockerungen von Corona-Maßnahmen damit begründen wollte, dass er sagte, wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen. Stimmen mittlerweile die Maßstäbe nicht mehr? Der Satz von Boris war falsch, herzlos und kann den Eindruck erweckt haben, vielleicht war es auch so gemeint, dass es sich nicht lohnt, um Menschenleben zu kämpfen. Ich will damit eindeutig sagen, er spricht damit weder für die Partei noch für mich. Ich glaube, er spricht für niemanden außer für sich selbst. Ich hatte die Hoffnung, dass er das einsieht, sich entschuldigt und dann ist gut. Aber nachdem er heute nachgelegt hat, muss ich sagen, dass meine Geduld wirklich erschöpft ist. Und das schadet inzwischen der Debatte weit über das parteischädigende Verhalten hinaus. Nun gibt es ja 100 Mitglieder Ihrer Partei, die gesagt haben, man solle entweder ein Parteiordnungs- oder Parteiausschlussverfahren anstreben. Gehören Sie jetzt dazu, wenn ich Sie richtig verstehe? Ich gehöre nicht zu denen, die das unterschrieben haben, aber ich bin als Parteivorsitzender natürlich Adressat dessen. Und wir werden uns mit solchen Fragen beschäftigen. Was ist hier passiert? Anne Will zitiert Boris Palmer, wie er sagt, dass 80-Jährige womöglich nur ein halbes Jahr länger gelebt hätten, wenn man sie jetzt rettet. Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären, aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen. Stimmen mittlerweile die Maßstäbe nicht mehr? Was sie gemacht hat, ist, dass sie einen Teil des Zitats auslässt. Palmer hatte im selben Satz noch gesagt, dafür würden in den Entwicklungsländern vielleicht Millionen Leute sterben durch den Wirtschaftsabschwung, der erzeugt wird durch den Lockdown. Das heißt, sozusagen hat er es ins Verhältnis gebracht, okay, wenn wir jetzt hier den Lockdown machen, dann retten wir möglicherweise ein paar alte Leute. Im Verhältnis aber sterben möglicherweise Millionen Menschen in Entwicklungsländern. Diesen Teilsatz lässt Anne Will bewusst weg. Und was wird damit erreicht? Boris Palmer steht da wie ein Unmensch, wie ein herzloser, kalter, wo das Urteil eigentlich klar ist. Das ist ein unmöglicher Typ, der muss von den Grünen weg. Das sagt sie nicht, sondern der Zuschauer bildet sich jetzt die Meinung aufgrund dieses unvollständigen Zitats. Der Satz von Boris war falsch, herzlos und kann den Eindruck erweckt haben, vielleicht war es auch so gemeint, dass es sich nicht lohnt, um Menschenleben zu kämpfen. Ich will damit eindeutig sagen, er spricht damit weder für die Partei noch für mich. Ich glaube, er spricht für niemanden außer für sich selbst. Und das ist eigentlich die Methode, wie dauernd gearbeitet wird bei den Medien. Anne Will hat hier mit keinem Wort gelogen. Sie hat getäuscht. Und sie hat ja getäuscht durch Verschweigen. Das Verschweigen ist die Standardmethode, die am meisten verwendet wird. Und so auch hier. Es geht wahrscheinlich aber nicht nur darum, dass verschwiegen wird. Ich denke, viele wissen, kennen das Statement von Boris Palmer. Sondern hier geht es auch darum, die Macht zu zeigen, wir machen euch hier schlecht und du kannst dagegen nichts machen. Es ist, glaube ich, so eine Macht, die Leute spüren. Es geht einfach nur darum, wer hat hier den positiven Frame, wer hat den negativen Frame. Boris Palmer wird hier negativ belegt, er kann sich nicht zur Wehr setzen. Oder er müsste sich anders zur Wehr setzen, als er es vielleicht bisher getan hat, sofern ihm das möglich ist. Das heißt, die Leute nehmen nur wahr, Boris Palmer hat jetzt hier einen negativen Frame, er setzt keinen Gegenframe. Er ist jetzt nicht da, er ist natürlich unfair, er kann keinen Gegenframe setzen. Aber genauso ist es mit der AfD. Viele Leute sind Mitläufer, ihnen geht es nur um den stärkeren Frame. Und wenn die AfD nicht eingeladen werden, dann ist das halt die Macht des Stärkeren. Die Öffentlich-Rechtlichen sind die Starken, sie machen den negativen Frame, die AfD kann nichts machen, dann ist die, sind für die viele Leute sind Mitläufer, für die ist dann klar, okay, die AfD sind die Schwachen, die anderen sind die Starken, wir laufen den Starken hinterher. Dass die AfD nicht in den Talkshows eingeladen ist und überhaupt über sie nicht geredet wird,
Das ist ein sehr gutes Zeichen, weil es zeigt, dass die AfD im Moment nichts bringt, was die anderen gegen sie verwenden können. Normalerweise greifen sie ja immer irgendwas heraus, um gegen die AfD loszuschlagen. Sie haben jetzt im Moment nichts. Der Vorteil davon ist, die AfD, die Leute werden neugierig und fragen sich, was ist denn hier los? Wir hören von der AfD nichts. Sie ist die größte Oppositionspartei. Sie wird jetzt schon seit Mitte März nicht mehr eingeladen. Das ist das Beste, was die AfD erreichen kann, denn die Leute werden so neugierig, im Internet nachzurecherchieren. Die Öffentlich-Rechtlichen wollen ja die Leute dazu bringen, nicht ins Internet zu gehen. Die Öffentlich-Rechtlichen machen gezielt Dokumentationen, die vor allem junge Leute ansprechen sollen und sie gezielt davon abbringen sollen, YouTube zu konsumieren und alternative Meinungen abseits der Öffentlich-Rechtlichen einzuholen. Und dadurch, dass die Öffentlich-Rechtlichen die AfD nicht einladen, haben sie ein Problem. Sie vergällen die Leute nicht, sondern sie bringen jetzt die Leute dazu, ins Internet zu gehen und die AfD nachzurecherchieren und sich eigenständig zu informieren. Die Öffentlich-Rechtlichen haben hier ein Problem. Sie können das nicht länger so laufen lassen. Sie müssen sich jetzt bald was überlegen, wie sie die AfD wieder schlecht machen. Oder sie müssen die AfD-Leute einladen. Und ich hoffe nur, dass die Auftritte der AfD da stärker sind als bei der Berliner Runde oder die letzten Talkshow-Auftritte in diesem Jahr, sodass es wieder bergauf geht. 10% ist ja kein befriedigender Wert, ganz und gar nicht. Wir müssen 30-40% erreichen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt und was ich vergessen habe. Macht's gut.